So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind angelangt in der Champ der Nostalgie-Herausforderung. Heute gab es zwar schon Raider Mittwoch, ich möchte trotzdem das erste Kapitel heute noch abschließen, heute noch hochladen, weil ich gehört habe, im zweiten Kapitel wird es auf jeden Fall richtig brutal. Das seht ihr dann aber, wenn wir im zweiten Kapitel angelangt sind. Die meisten sind wahrscheinlich schon so lang, ich wollte 13 Uhr auch direkt raus. Jetzt ist 13.30 Uhr, ich werde auch gleich abgeholt. Der Dirk kommt nämlich wieder, den kennt ihr ja noch gestern aus dem Stream. Der war ja gestern schon da. Wir gucken jetzt aber mal auf die Aufgaben, was uns im ersten Kapitel erwartet. Was er redet, interessiert ja eh nicht. Das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Hier geht es um die Aufgaben und wie ich die erledige. Lande 15 großartige Würfe, fange 15 Pokémon, verschicke 15 Pokémon. Jetzt kann man natürlich, wenn man jedes Mal bei einem großartig trifft und das gleich drin bleibt, also mit 15 großartigen Würfen, 15 verschiedene fangen, die man dann alle 15 auch verschickt mit einmal und kann die also mit 15 Bällen und 15 Pokémon abschließen. Wir nehmen einfach mal hier das, nee, das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich das Hariyama, was da sitzt. Wir probieren es mal hier bei der Taube. Zack, ein Dusselgur. Der ist auf jeden Fall großartig getroffen, wenn er jetzt drin bleibt. Haben wir schon den ersten und versuchen das Hariyama noch mitzunehmen. Für so eine Aufgabe kann ich euch eigentlich auch irgendwo abstellen. So, mal gucken, ob ich das Hariyama jetzt treffe. Das bleibt bestimmt nicht beim ersten drin. Jetzt ist es auch noch Taubsi. Gut, probieren wir es mal bei Taubsi, aber nee, wir wollen ja alles mit dem ersten Ball. Zack, und schon wieder großartig auf das Taubsi. Der dürfte auch drin sein. Hab ja extra einen blauen Ball genommen statt den. Genau, wunderbar. Wir machen das jetzt beim Hariyama. Vielleicht schaffe ich es jetzt endlich, das Hariyama anzutippen. So, komm her. Da ist es, ein Hariyama mit 1371. Wir curven mal, wir warten, dass der nicht so klein ist, der Kreis, schießen drauf. Gut, er hat zwar abgewehrt, aber der Buddy hat einen Kopfball zurückgemacht. Hat auf jeden Fall trotzdem großartig getroffen und wenn er jetzt drinne bleibt, ne, er kommt natürlich raus. Gut, das geht auf jeden Fall schon nicht auf, so wie ich es mir dachte. Wir machen es anders, wir fangen das einfach jetzt in Ruhe und melden uns dann zurück. Dann gucken wir mal, was wir für 15 Pokémon gefangen haben und welche wir dann verschicken können. Eigentlich war es sinnlos, dass ich gerade Pause gemacht habe, denn das Hariyama war im zweiten drin. Jetzt habe ich aber gesehen, hier sitzt auch ein Galar-Flunschlick. Das wollen wir also mal mitnehmen, weil das ist ja dann ein neuer Eintrag. Manche haben ja sogar da noch eine extra Weiterentwicklung, wie bei dem Geradax, also Zickzacks Geradax ist ja eigentlich dann komplett, aber ihr könnt Geradax dann in der Galar-Form sogar nochmal weiterentwickeln. Das nehmen wir mal mit. Damit kann man trotzdem nichts machen. Ist auch, glaube ich, das Einzige, was ihr wild fangen könnt. Die anderen müsst ihr ja ausbrüten aus den 7-Kilometer-Eiern. Ich habe jetzt, glaube ich, nur ein 2-Kilometer-Ei drin. Theoretisch müsste ich jetzt Geschenke aufmachen. Aber ich wollte ja zur Raid-Stunde ein paar Level-Ups machen und da Geschenke aufmachen. Wenn ich jetzt etliche aufmache, dann habe ich nachher keine mehr. Wir versuchen mal hier, wir nehmen noch das Floink mit. Das ist auch noch nice. Dann machen wir einen Übergang und gucken noch mal, was wir so alles finden. So, der nächste großartige 5. 5 großartige Würfe, aber nur 4 gefangene Pokémon, weil uns das Hariyama einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Bleibt aber auch drin, ist also ganz gemütlich. So wie Sabrina vorhin schon gesagt hat, das erste Kapitel könnt ihr eigentlich also komplett von zu Hause abschließen, wenn ihr möchtet. Ich drehe auch jetzt extra keine Stops, damit ich nicht irgendwelche fremden Eier mit reinbekomme. Die möchte ich dann bitte heute Abend in der Raid-Stunde aufsammeln, wenn ich Geschenke aufmache und dass die alle drin sind. Das muss man alles richtig kombinieren im Kopf, ne? Das ist nicht einfach nur ein Spiel, das ist... ich habe noch was gefunden. Das ist nicht einfach nur ein Spiel, das ist eine Wissenschaft an sich. Wir haben hier nämlich noch ein Lavitar, da ist sogar schon eine gelbe Beere drauf. Das versuchen wir auch mit einem Ball zu fangen. Das dürfte reichen und zack, großartig auf jeden Fall. Das können wir auch mal bewerten, wie viel das hat. Vielleicht ist es ja auch noch ein gutes. Habe ich gestern Abend nämlich gesehen in der Aufgabe, da waren 3 einfach fabelhafte Würfe drin. Habe ich natürlich am Raid-Boss gemacht, habe das dann fertig gehabt, habe es aber noch nicht abgeholt. Ist leider trotzdem schlecht, haben wir aber mitgenommen für die Aufgabe. Jetzt ist auch kein Schatten mehr da. Wie gesagt, das einzige neue Wilde ist ja das Galar-Flunschlick. Ansonsten
sieht's schlecht aus. Da ist noch ein Regierahmen, aber das lassen wir jetzt in Ruhe. Dafür haben wir heute Abend die Raid-Stunde. So, ich habe jetzt noch ein bisschen mal was weggefangen. Der David ist auch schon bei mir, also der Wusa. Man darf ja keine Namen liegen. Mir fehlt jetzt also nur noch ein Pokémon und 5 großartige Würfe. Hier sitzt ein bisschen was rum. Ich versuche einfach jetzt mal nur mit dem roten Ball zu werfen, weil da brechen die ja meistens aus. Aber vielleicht kann man die großartigen Würfe mitmachen. Das heißt, vielleicht schaffe ich es 5-mal das gleiche zu treffen mit großartig, bevor es drin bleibt. Nein, es ist schon drin, also... Die 15 Pokémon sind auf jeden Fall fertig. Wir brauchen noch großartige Würfe. Wir nehmen einfach alles mit, was hier rumsitzt. Was ist das? Pikachu. Kann ja auch shiny sein, aber dafür gab es ja den Quest Day. Deswegen denke ich mal, werden die meisten Leute das auch schon haben. Habt ihr shiny Pikachu? Schreibt es mal rein. Habt ihr das verpasst? Ich erlebe immer noch Spieler, die schreiben, sie haben erst letzte Woche angefangen. Die haben das natürlich nicht. Deswegen haben auch so viele den Shiggy Quest Day gewotet. Hier, das Taubsi nehmen wir natürlich noch mit. Das ist richtig genial. So, da nochmal drauf. Daneben sitzt noch ein Visor. Das ist auch eine gute Sache zum Fangen. Dann hauen wir alles weg. Ein anderes Pikachu saß auch noch da. Das dürften dann die letzten sein. Nehmen also hier das. Gut, das Visor ist weg. Visor gibt es nicht mehr. Visor! Hauen einmal hier drauf. Der war natürlich zu hoch. Mitten auf dem Markt, zwischen die Autos. So, der war aber großartig. Ich weiß gar nicht, wo wir da den Rest fangen wollen. Wir könnten ja wieder davor in die Gasse laufen zu dem lustigen Dino. Da kann ich euch nämlich auch abstellen, falls was ultra krasses spawnt, dass wir das mitnehmen können. Wir brauchen auf jeden Fall noch eins. Nehmen hier mal das Nagelotz. Gibt es ja auch als Shiny. Nehmen das Nagelotz mit. Hat auf jeden Fall funktioniert. Hat auch 15. Jetzt laufen wir hier um die Ecke, stellen euch dann mal da hinten aufs Fensterbrett oder direkt auf die Bank, weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ruhig und gemütlich. Mach mal das hier. Hier seht ihr auch den Pissedino. Den Pissedino aus Pasadena, wie man immer sagt. Ich stelle euch einfach mal hier auf die Bank. Das müsste jetzt auf jeden Fall so gehen. Wir holen mal kurz ab. Achso, wir müssen ja noch 15 verschicken. Das habe ich jetzt vergessen. Auf zuletzt Gefangene. 1, 2, 3, 4, 5, 9, das Lavitar machen wir auch mit weg. Dann sind es genau 15, die jetzt in die Mülltonne fliegen. Wir holen dann also 30 Hyperbälle ab. Einmal Rauch, eine Belohnung. Das ist ein Galamauzi. Jetzt weiß ich auch, wo der Brein seins her hat. Kriegt ihr also hier aus der Quest. Oder halt, wenn ihr das brüten wollt. Wir nehmen einfach mal... eine gelbe Beere drauf, blauen Ball, müsste reichen. Es macht auf jeden Fall auch die genauen gleichen Geräusche wie das normale Mauzi. Sieht halt nur anders aus. Wir könnten das eigentlich direkt gleich entwickeln. Bonbons sind ja da. Das seht ihr auch gleich die Weiterentwicklung davon. Und dann muss ich hoffen, dass ich noch einen Galamauzi brüte. Genau, ihr seht nämlich unten noch den Schatten. Das macht man, das ist auf jeden Fall richtig genial. Da haben wir in der ersten Folge auch noch was zu zeigen. Ein Galamauzi wird zu... Gala Snowbilly Cut im Endeffekt einfach nur. Snowbilly Cut sah ja schon immer komisch aus. Muss ich echt sagen, feiere ich die Gala-Form eigentlich richtig heftig. Mauzi sah cool aus, Snowbilly Cut sah immer richtig dumm aus. Aber Mauzinger, die Weiterentwicklung gefällt mir 1000-mal besser als das Snowbilly Cut. Sieht auch aus, als hätte es einfach so einen Wikinger-Helm auf. Also coole Sache. Den nehmen wir mit, aber wir haben noch die Kapitelbelohnung. 500 Staub, 500 EP und noch ein Pokémon erscheint. Und das ist diesmal ein... na? Ein Mollymorba. Und das ist auch gut, die habe ich nämlich damals auch verpasst. Das heißt, davon brauche ich auch noch Bonbons. Deswegen werden wir das jetzt hier auch mitnehmen. Ja, das sollte eigentlich einfach fabelhaft werden. War es halt jetzt nicht, ist aber nicht so schlimm. Das ist immer gut, davon noch Bonbons zu sammeln. Damit müsste ich eigentlich auch mal laufen, den als Buddy nehmen, dass ich da die Endentwicklung habe. Aber ich brauche auch 3 Stück, dass ich jedes eben auf der Hand habe. Ihr seht, gerade mal 68, das ist also nichts.
Da war ja damals mein Account gerade weg. Das war's aber jetzt vom ersten Kapitel. Ihr habt das bestimmt heute auch gleich direkt gemacht, ne? Schreibt mal rein, wie ihr das erste Kapitel fandet. War es wieder zu einfach oder hat es trotzdem Spaß gemacht? Wie findet ihr das Galler Mauzi? Wie findet ihr das Mauzinger? Schreibt mal eure Meinung rein. Ich finde das richtig cool, richtig cooles Pokémon. Auf jeden Fall besser als das Galler Flunschlick, weil das sieht einfach genauso aus, nur mit anderen Farben. Aber das hat ja seine Gestalt direkt auch verändert. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.